Wie oft kommt das zu Situationen, dass man erstmal Vorschlag machen muss für Endkunde, wie soll die Maschine aussehen oder die Anlage? Daher, ohne Hardware zu kaufen, ohne Roboter zu haben, kann man das alles vorher schon simulieren und auslegen. Und das wird genauso im reellen Leben passieren. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, schreiben Sie mich bitte an.